Hallo ihr Lieben, ich bin Bettina von Makerist und ich habe heute für euch wieder meine Nähanleitung und zwar einen T-Shirt-Schnitt für dieses Schmuckstück. Das ist das T-Shirt Frau Edda von Hedi. Wo es den Schnitt dazu gibt, sage ich euch am Ende des Videos und jetzt zeige ich euch erstmal, was ihr dafür braucht und was das Besondere daran ist. Wir haben hier einen schönen Baumwoll-Jersey gewählt mit Palmen drauf. Ich kann mir den Schnitt auch wunderschön in einem Ringel-Jersey zum Beispiel vorstellen. Und tatsächlich habe ich jetzt das Vorderteil schon mal zugeschnitten. Ihr seht hier, dass es tatsächlich nur ein Vorderteil ist und ein Rückteil, was ich vorbereitet habe. Es gibt keine extra Ärmel, Säume, Ausschnitte etc. Es wird alles mit diesem Stoff passieren. Wir werden mit zwei Maschinen arbeiten, einmal mit der Overlock. Und die Stellen, die wir mit der Overlock bearbeiten, sind alle innenliegenden Nähte. Also alles, was quasi Vorder- und Hinterteil verbindet. Da haben wir einmal hier die Seitennaht, hier die rechte Seitennaht und dann natürlich die Schulternähte, rechts und links. Damit wäre das T-Shirt quasi fertig und muss nur noch gesäumt werden. Und für den Saum geht ja die Overlock nicht. Dafür werden wir dann eine Haushaltsmaschine verwenden und dabei mit einer Zwillingsnadel arbeiten. Zwillingsnadel habe ich hier mitgebracht. Das ist einfach eine Nadel mit einem Kolben und zwei Nadeln. Die steckt ihr ganz normal in eure Maschine ein und fädelt einfach zwei Fäden den ganzen Weg durch, die dann unten getrennt werden in zwei Nadeln. Diese Nadel ist eine Jersey-Nadel, das heißt, sie hat eine abgerundete Spitze, so wie sich das gehört, dass sie hier den Stoff nicht zerstört. Und genau, die Naht, die entsteht durch die Zwillingsnadel, ist ein bisschen elastisch, weil einfach mehr Garn verwendet wird und dann ein bisschen mehr gezogen werden kann. Mit dieser Nadel werden wir natürlich den unteren Saum schön versäumen, dann die Seiten der Ärmel und natürlich einen schönen Halsausschnitt nehmen. Und dann kann es auch direkt losgehen. Das ist unsere Seitennaht und die werde ich jetzt einfach von Rücken und Vorderteil zusammenstecken, sodass wir direkt nähen können. Hier ist das Vorderteil. Wichtig ist natürlich, dass wir rechts auf rechts feststecken, also die beiden schönen Seiten, wie manche sagen. Ich nutze dafür gerne Wonder Clips. Geht aber genauso gut auch mit Stecknadeln. Das ist die Seitennaht. Weiterhin brauchen wir natürlich noch die Schulternaht. Die liegt hier oben. Und da ist es das gleiche Spiel. Hier ist das Armloch. Hier beginnt der Halsausschnitt. Und diese Strecke wird jetzt einfach zusammengesteckt. Feststecken machen wir jetzt auch auf der anderen Seite nochmal und dann kann es direkt mit der Overlock losgehen. Hier ist unsere Schulternaht, die ich jetzt mit der Overlock vernähen werde. Einmal ist ganz wichtig, dass die Stoffclips einfach rausgezogen werden, bevor sie hier das Füßchen erreichen. Das stört nicht weiter. Und dann habe ich beim Schnitt von Hedi einfach 1 cm Nahtzugabe hinzugefügt, damit ich eine saubere geschnittene Kante bekomme. Die Overlock, die Schnittbreite oder Nahtbreite, beträgt ungefähr 0,7 cm. Das heißt, wenn ich jetzt hier 1 cm habe, muss ich ungefähr 3 mm abschneiden, damit ich eine schön saubere Kante nähe. Das war's auch schon. Hier ist unsere Schulternaht, sieht sehr schön aus, mit einem ganz sauberen Abschluss. Und dann kann es direkt weitergehen mit der Seitennaht. Die eine Hälfte ist fertig, jetzt nähe ich die andere Seite zusammen. Die Nähte sind geschlossen. Jetzt ist das T-Shirt ja eigentlich schon fertig, aber wir wollen natürlich einen schönen Abschluss auch am Saum haben. Und da zeige ich euch hier am Ärmel, wie wir das am besten machen. Und zwar habe ich an den Säumen, Halsausschnitt und unten auch, 2 cm Nahtzugabe gegeben zum Schnitt. Das heißt, ich kann jetzt hier die Stücke einfach 2 cm einschlagen und dann erstmal festbügeln, sodass wir dann nähen können.
Stellen stecke ich gerne mit Stecknadeln fest, weil die einfach nicht so groß sind wie die Klammern und dann beim Bügeln nicht so im Weg sind. Und beim Ärmel ist es besonders leicht, da macht man hier eine und hier eine rein und dann klappt der Rest sich von alleine um. So. Hier nochmal kurz nachprüfen. Wunderbar. Ja, und dann einmal bügeln. Gerne auch mit ein bisschen Dampf. Das fixiert das Ganze noch ein bisschen besser. Und wenn die Längsseiten fixiert sind, dann ist es schön, das Ganze nochmal zu drehen und eben auch so rum nochmal diese Kanten sauber glatt zu bügeln. Die allerdings ohne Nadeln, weil da könnte das Köpfchen schmelzen. So, das ist unser Ärmelsaum. Der hat natürlich hier eine offene Kante. Das will man eigentlich nicht so gerne, kann man bei Jersey gut verschmerzen. Was wir aber machen werden, dadurch, dass wir mit der Zwillingsnadel arbeiten, wir werden diese Kante genau zwischen den Nadeln verschwinden lassen und dann ist sie am Ende gar nicht mehr zu sehen. Ich bügele jetzt aber erstmal die ganzen anderen Kanten und Säume. Jetzt geht's an die Haushaltsnähmaschine. Ich habe ja gesagt, wir arbeiten mit einer Zwillingsnadel. Die muss jetzt natürlich eingesetzt werden und falls du das noch nicht gemacht hast, die wird ganz normal eingesetzt und auch eingefädelt wie eine normale Nadel. Einfach oben zwei Garnrollen anbringen, das Garn ganz normal durch alle Wege, die du gewohnt bist, führen und unten dann eben pro Nadel einen Faden durchziehen. Hier haben wir jetzt den unteren Saum vom T-Shirt. Den habe ich schon mal umgebügelt und festgesteckt. Ich hatte ja 2 cm Nahtzugabe gegeben, die sieht man jetzt hier. Und festgesteckt habe ich von der rechten Seite, sodass wir auch von der rechten Seite nähen können. Da ist unsere Zwillingsnadel. Die darf jetzt natürlich hier nicht auf das Nähfüßchen schlagen, weil die jetzt ein bisschen breiter ist. Deswegen stellen wir sie mittig ein. Jetzt kann es losgehen. Wir haben hier mit einer Nahtzugabe von 2 cm gearbeitet. Ihr erinnert euch, die habe ich umgebügelt. Und wenn wir jetzt hier die 2 cm einhalten an der Markierung, wird später die breite Naht genau über unserer Kante liegen und die Kante schön verschließen. Jetzt kommen wir zum Ende. Und ja, da schließe ich die Naht einfach wieder an. Und auch mit der Zwillingsnadel kann ganz normal verriegelt werden. Genau so werden jetzt alle anderen Säume auch bearbeitet. Das war die letzte Naht an meiner Frau Edda. Ihr könnt sehen, es ist ein fabelhaftes T-Shirt geworden. Es ist ja der sehr einfache Schnitt, der sich dementsprechend auch sehr schnell nähen lässt. Und man kann natürlich auch noch andere Varianten nehmen, als wir jetzt hier für die Ärmel genommen haben. Was besonders schön ist, ist der Abschluss mit der Zwillingsnaht. Den kann man hier gut sehen. Und da ist eben die Innenseite auch sehr schön geworden. Es ist eine elastische Naht. Und die Kante ist, ja, sehr sauber versäubert. Mir gefällt es sehr, sehr gut. Das war meine Edda. Ich hoffe, ihr habt sofort Lust gekriegt, sie nachzunähen. Und deswegen haben wir auch das Schnittmuster für euch in der Beschreibung unten drin und hoffen natürlich auf ganz viele neue Eddas in der Makerist Werkschau. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über ein Like und wenn ihr noch mehr Lust auf Handarbeitskram, Nähideen, ganz viel Input habt, dann einfach den Kanal abonnieren und wir sehen uns beim nächsten Video.